In der bayerischen Geschichte nimmt Ingolstadt einen stolzen Rang ein. Herzogstadt, Universitätsstadt, Landesfestung, Industriezentrum. Die Zeugen der Vergangenheit prägen das Bild der Altstadt. Der Stadtkern von Ingolstadt sieht heute noch beinahe genauso aus wie das Holzmodell von Jakob Sandner aus dem Jahre 1571. Der Turm von St. Moritz, der ältesten Stadtkirche, ist noch immer weithin zu sehen. Das Münster, zur Schönen unserer lieben Frau, überragt mit seinen über Eck gestellten Türmen die Stadt. Das Kreuztor, das Wahrzeichen Ingolstadts, gibt seit dem Mittelalter Einlass in die Stadt. Es ist ein Teil jener alten Stadtbefestigung, die Ingolstadt den Namen zu den 100 Türmen einbrachte. Der Herzogskasten wurde im 13. Jahrhundert erbaut und war Sitz der ersten Herzöge des Hauses Bayern-Ingolstadt. Heute ist darin die Stadtbücherei untergebracht. Die Bücherei trägt den Namen der in Ingolstadt geborenen Marie-Louise Fleißer. Die erste große Epoche war Ingolstadts Zeit als bayerische Herzogsstadt. Die Tochter eines Ingolstädter Herzogs wurde sogar Königin von Frankreich, Isabeau de Bavière. Ihr Bruder, Ludwig der Gebartete, lebte über 20 Jahre an ihrem Hof in Paris. In seine Residenzstadt zurückgekehrt, ließ er das neue Schloss erbauen. Eine eindrucksvolle Trutzburg, wie sie Bayern bis dahin nicht gekannt hatte. Sie beherbergt heute das Bayerische Armeemuseum. Mit zu den reichen Beständen des Museums gehört die sogenannte Türkenbeute aus der Zeit Max Emanuels, des blauen Kurfürsten, der die Bayerische Armee 1683 gegen die Türken ins Feld führte. Trotz der fürstlichen Akzente blieb Ingolstadt doch immer eine Bürgerstadt, die nicht Prunk, sondern Wohlhabenheit ausstrahlte. Dies zeigt deutlich das Ingolstädter Rathaus von 1883, in dem noch Reste eines mittelalterlichen Bauwerks stecken. Prächtige Bürgerhäuser in der Altstadt künden vom Reichtum ihrer einstigen Bewohner. Eines der schönsten Barockgebäude ist das Haus des Professors Ickstadt. In einem anderen Professorenhaus starb der schwer verwundete General Tilly. Er war einer der Heerführer im Dreißigjährigen Krieg. Selbstbewusst waren die Ingolstädter schon immer. Ihre Privilegien trugen sie in einem Dokumentenband zusammen, dem sogenannten Privilegienbuch. Es wird heute im Stadtarchiv aufbewahrt. Den geistlichen Mittelpunkt des Herzogtums Ingolstadt bildete das Münster. Unter Herzog Ludwig dem Gebarteten wurde im Jahre 1425 mit dem monumentalen Bauwerk begonnen. Dessen Vollendung erlebte er allerdings nicht mehr. Erst im darauffolgenden Jahrhundert wurde die Kirche fertiggestellt. Thank you.
Die Gnad gab der Kirche ihren Namen, zur schönen unserer lieben Frau. Ursprünglich aus Gold und Email bestehend, war sie eine Schenkung des bärtigen Ludwig an das Münster. Auserwählt wurde es vom Herzog nicht wegen der eingefügten Reliquie, sondern wegen der Schönheit des Marienbildnisses, dank derer es zum Gnadenbild, im Volksmund also zur Gnad, wurde. Sie bildete einen Teil des finanziellen Grundstockes für die Gründung der ersten bayerischen Landesuniversität in Ingolstadt im Jahre 1472. Die Verbindung zur Universität zeigt auch dieses Steinrelief. Es ist die früheste bildliche Darstellung einer Hörsaalszene im deutschen Sprachraum. Der mächtige Flügelaltar mit dem unerschöpflichen Reichtum an Bildern Hans Mielichs und seiner Werkstatt ist glanzvoller Ausdruck der bayerischen Gegenreformation. Die Rückseite des Hochaltars zeigt die heilige Katharina von Siena in Disput mit der Ingolstädter Professorenschaft, der Mathematiker und Astronom Peter Apian, der Stifter des Hochaltars Herzog Albrecht V., der Mathematiker Friedrich Staphylus, Philipp Apian, er schuf die erste bayerische Landkarte, der Botaniker Leonhard Fuchs, Johannes Thurmeier, genannt Aventinus, wohl der größte bayerische Historiker, und Petrus Canisius, zeitweise Rektor der Universität. Sie wurde während der Zeit des Humanismus und der Gegenreformation zu einem bedeutenden Zentrum des europäischen Geisteslebens. Johannes Eck, Münsterpfarrer und Rektor der Universität, war der große Gegenspieler Martin Luthers im Streit um den rechten Glauben. 1555/56 gründeten die Jesuiten ein Kolleg und gewannen bald bestimmenden Einfluss auf die theologische und philosophische Fakultät. Einer ihrer herausragendsten Vertreter war Christoph Scheiner, der die Sonnenflecken entdeckte und sich mit Galileo Galilei ein Leben lang darüber stritt, wer diese nun zuerst erkannt hatte. Die Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät der Universität Eichstätt und die neu errichtete Fachhochschule vermitteln noch heute etwas von dem universitären Geist vergangener Jahrhunderte. Zur Hohen Schule, wie die alte Universität genannt wurde, gehört auch die Anatomie, das naturwissenschaftliche Experimentiergebäude der medizinischen Fakultät. Zwischen dem 16. und 18. Jahrhundert war diese eine Hochburg für medizinische Studien. Vielleicht ist es diesem Umstand zu verdanken, dass Mary Shelley den Schauplatz ihres Romanes Frankenstein hierher verlegte. In der alten Anatomie nämlich soll der Student Viktor Frankenstein jenes Kunstwesen zusammengesetzt haben, das seit einigen Jahrzehnten das Kino- und Fernsehpublikum in Angst und Schrecken versetzt. In einer schaurig schönen, nächtlichen Stadtführung in den Sommermonaten erlebt das Monster seine nicht ganz ernst gemeinte Auferstehung. Den Mittelpunkt der Anatomie bildete der ehemalige Hörsaal im Obergeschoss. Ihn dominiert ein Deckenfresko des Ingolstädter Malers Melchior Puchner aus dem Jahr 1730. Es zeigt, wie das Zusammenwirken von Wissenschaft und Natur
im Licht der göttlichen Weisheit zur Erkenntnis in der Medizin führen soll. Die theoretische Grundlage bildete das Hauptwerk des Vaters der Anatomie und großen Zergliederers Andreas Vesalle. Dieses kostbare Exponat ist Ausstellungsstück des Deutschen Medizinhistorischen Museums, das eine Heimat in der ehemaligen alten Anatomie gefunden hat. Die Botanik war neben der Anatomie die zweite Grundwissenschaft der Medizin, die zwischen dem 16. und 18. Jahrhundert an der Universität gelehrt wurde. Der Vater der Botanik, Leonhard Fuchs, forschte und lehrte hier 3 Jahre. Sein Neukräuterbuch bildete für lange Zeit die Grundlage aller botanischen Forschung. Auch heute dient der Heilkräutergarten Forschungszwecken und fungiert als wissenschaftlicher Schaugarten. Ingolstadt ist auch eine Stadt der vielen Kirchen. Eine der schönsten und historisch wertvollsten ist die Kirche Maria de Victoria. Von den Gebrüdern Asam geschaffen, als Betsaal für die Marianische Studentenkongregation. Das monumentale Deckenfresko setzt jesuitisches Glaubensprogramm ins Bild um. Maria als Vermittlerin göttlicher Gnaden. Diese sollen der ganzen Welt gelten. In der Sakristei wird ein Höhepunkt der Goldschmiedekunst aufbewahrt. Die Lepanto-Monstranz. In unerreichter Detailfreude wird in der Darstellung der Seeschlacht von Lepanto der Sieg der Christen über die Türken verherrlicht. Die Moritzkirche ist die älteste Stadtkirche. Ihre Ursprünge reichen bis in das 9. Jahrhundert zurück. Die Spitalkirche entstand Mitte des 14. Jahrhunderts als Kirche für das von Kaiser Ludwig dem Bayern gegründete Bürgerspital.
Die Franziskanerbasilika ist von besonderer Bedeutung für die Stadtgeschichte. Sie war über 300 Jahre lang Grabkirche für Professoren, Gouverneure, reiche Bürger und Militärs. Seit dem 16. Jahrhundert war Ingolstadt bayerische Landesfestung. Groß angelegte, moderne Festungsbauten ließ König Ludwig I. ab dem Jahre 1828 errichten. Die architektonische Gestaltung übernahm Leo von Klenze. Es entstanden Kavaliere, Kasernen und Kasematten. Diese klassizistischen Festungsbauten sind mit Millionenaufwand saniert worden. Heute erfüllen sie neue Aufgaben. Das Reduit Tilly bietet viel Platz für weitere Ausstellungsräume des Bayerischen Armeemuseums. Das Stadtmuseum im Kavalier Hepp ist ein stadtgeschichtliches Museum, dem dank der besonderen Rolle Ingolstadts als Herzogs- und Universitätsstadt und als bayerische Landesfestung überregionale Bedeutung zukommt. In der ehemaligen Tränktorkaserne zeigt das Museum für konkrete Kunst in einer ständigen Präsentation und in Wechselausstellungen die Entwicklung der konkreten Kunst. Im Februar 2000 wurde mit dem Alf-Lechner-Museum ein weiteres Haus in Ingolstadt eröffnet, das sich ebenfalls der zeitgenössischen Kunst widmet. Durch sparsame Umbauten einer ehemaligen Fabrikhalle entstand ein funktionales Museumsgebäude. Zum Selbstverständnis einer bayerischen Stadt gehört natürlich ein abwechslungsreiches Kulturangebot. Das Theater Ingolstadt beschäftigt mit großem Erfolg ein eigenes Ensemble. Zum 100. Geburtstag der berühmten Ingolstädter Schriftstellerin Marie-Louise Fleißer wurde ihr Stück Fegefeuer in Ingolstadt aufgeführt. Der Konzertverein organisiert seit vielen Jahrzehnten klassische Konzerte mit international bekannten Solisten und Orchestern. Die Sommerkonzerte zwischen Donau und Altmühl sind längst zu einer festen Einrichtung geworden. Die Künstler und Dirigenten dieser Konzertreihe genießen weltweites Renommee. Seit 1992 hat das Georgische Kammerorchester seinen festen Wohnsitz in der Donaustadt und ist mittlerweile eines der Aushängeschilder Ingolstadts.
Seit vielen Jahren locken Ende Oktober hochkarätige Musiker die Jazzfreunde aus dem gesamten Bundesgebiet zum internationalen Jazzfestival. Zum Feiern finden die Schanzer immer einen Anlass. Der Festzug im Rahmen der 750-Jahr-Feier der Stadt war ein Jahrhundertereignis. Ob Volksfest oder Bürgerfest oder das Fischerstechen an der Donau, für jeden ist etwas dabei. Die Museen bieten rund um das Jahr zahlreiche Aktionen für die ganze Familie. Ein Beispiel dafür ist der alljährliche Handwerkermarkt im Bauerngerätemuseum in Hunszell. Wer es etwas ruhiger möchte, dem steht das naturnahe Ingolstadt offen. Im Gerolfinger Eichenwald verzaubern Baumriesen aus längst vergangener Zeit. Versteckte Hügelgräber sind bemerkenswerte Monumente aus frühester Besiedlung. Auch das Umland bietet viele Sehenswürdigkeiten. Der Naturpark Altmühltal lässt sich am schönsten mit dem Fahrrad erkunden. Zentraler Punkt ist die barocke Bischofsstadt Eichstätt mit dem Kloster Rippdorf und der Willibaldsburg. Über das malerische Essing gelangt man nach Brunn, das mit seiner imposanten mittelalterlichen Burg heute den Rhein-Main-Donau-Kanal bewacht. Beliebtes Ausflugsziel ist die Befreiungshalle in Kelheim. Westlich von Ingolstadt lädt die Renaissancestadt Neuburg an der Donau zum Bummeln und Verweilen. Die wichtigste Sehenswürdigkeit östlich von Ingolstadt sind der Donaudurchbruch und das Kloster Weltenburg, wo seit dem Jahre 1050
Bier gebraut wird. Das Reinheitsgebot von 1516, das den Weltruhm des bayerischen Bieres begründet, wurde in Ingolstadt verkündet und gibt den Anlass zur Feier des reinen Bierfestes im Hof des neuen Schlosses. Bayern, sowohl auf dem Lande wie auch in unseren Städten und Bergen. Heute gibt es noch 4 Brauereien in der Stadt. Ein besonderes Markenzeichen der Stadt sind die Hightech-Fahrzeuge der Firma Audi AG, des größten Arbeitgebers der Region. Mit dem Audi Forum und Museum Mobile haben die Autobauer gleichzeitig einen kulturellen Anziehungspunkt geschaffen. So ist die alte Herzogstadt an der Donau heute eine Stadt, die in gelungener Symbiose Fortschritt und Tradition miteinander verbindet.